Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme der Sache langsam näher. Wie die, die mich kennen, wissen, bin ich schon lange am Suchen einer Erklärung dafür, warum es in unserer Gesellschaft, in unserem System so pathologisch zu und her geht, so unglaublich zwanghaft, so süchtig, so gierig, so narzisstisch. Und je gesünder, sage ich mal, je gesünder ich selber werde, umso mehr merke ich, wie krank andere sind. Ein Beispiel gestern, da war ich eingeladen und die Gastgeber, die kannte ich nur flüchtig, beziehungsweise den Gastgeber überhaupt nicht. Wir hatten mal schriftlich Kontakt, aber nie persönlich und es war an und für sich wirklich ein toller Nachmittag. Wir haben uns bestens unterhalten. Er war wesentlich unkritischer als ich, bezogen auf die ganze C-Sache, bezogen auf alles, was man als Verschwörungstheorien bezeichnen könnte, was sich aber immer mehr bewahrheitet. Und trotzdem haben wir den Hang gefunden. Trotzdem haben wir hatten keinen Disput im Gespräch. Ich habe mich auch zurückgenommen und gemerkt, jetzt ist es zu viel und da stoppe ich jetzt. Und auch er hat auf mich Rücksicht genommen, beispielsweise mein Geimpftstatus, den hat er überhaupt nicht gewertet. Er hat nicht mal ansatzweise zu erkennen gegeben, was er davon hält. Beziehungsweise ich denke, es war für ihn auch kein Problem. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie man auf einer gewissen Ebene nicht mehr weiterkommt. Und das erlebe ich auch mit guten Freunden oder vor allem mit einem meiner besten Freunde, der während der C-Sache auch sehr, sehr kritisch war. Anfangs sehr ängstlich, dann plötzlich systemkritisch. Und je mehr er sich selber einschränken musste aufgrund seines ebenfalls Ungeimpftstatus, umso mehr hat er sich über das ganze System riskiert. Und das hat sich dann aber wieder gelegt. Sobald die Maßnahmen zu Ende waren und er wieder alle Freiheiten genoss, da war nichts mehr von den konstruktiven Gesprächen über die Entwicklung im System und das, was man als, ich sag mal, gut und böse bezeichnen könnte und die Gefahren, die auf uns lauern. Mittlerweile ist alles wieder ein bisschen Verschwörungstheorie, obwohl ich natürlich zugeben muss, dass ich in meinen Recherchen und in meiner persönlichen Entwicklung aus meiner Sicht weitergekommen bin, aus seiner Sicht wahrscheinlich abdrifte. Denn in meiner Welt spielt sich das Ganze als einen Entwicklungsprozess ab und nicht als etwas, das jetzt mal gestoppt hat, sondern das alles einbezieht, was auf der Welt geschieht. Dass halt eben diese Agenda läuft. Und diese Agenda, die läuft auf eine Art und Weise, wie man es gern ignoriert und verdrängt. Und jetzt, und da komme ich zum Kern der Sache, es gibt ein Mittel, wie das System sicherstellen kann, dass wir das Zeugs verdrängen. Wage mal zu behaupten, dass die Menschen in meinem Umfeld, in meinem nahen Umfeld, die wirklich kritisch sind und kritisch bleiben bis zum Ende, das sind sehr wenige, oder bis zum Ende, wo auch immer das Ende ist, aber jedenfalls bis zum offenen Ende sehr kritisch bleiben und offen, empfänglich auch für Dinge, die dann schon fast, ich sag mal, ins Abstruse gehen. Jedenfalls sind das die Leute, die nicht Alkohol konsumieren. Und alle anderen, die machen irgendwann dicht. Vielleicht muss ich es anders ausdrücken. Der Sklave ist sich seines Sklavenstatus bewusst, wenn er morgens aufstehen muss, sich zwingen muss, zur Arbeit zu gehen. Er macht die Arbeit, die er nicht wirklich gern tut. Oder vielleicht kann er sich mit Arbeitskollegen und Socializing ablenken von der Sache. Oder wie auch immer, er übersteht irgendwie den Tag in den Strukturen, um nach Feierabend dann auf irgendeine Art und Weise Entlastung zu suchen. Möglicherweise geht er nach Hause und verprügelt seine Frau, möglicherweise geht er in die Kneipe und säuft sich einen an, konsumiert, geht ins Puff, spielt,
macht Sport vielleicht bis zum Exzess, geht meditieren, es spielt gar keine Rolle, was es im Endeffekt ist, aber in den meisten Fällen ist es eine Selbstentfremdung. Und ich rede mit ganz, ganz vielen Leuten und ich merke immer wieder, wie keiner von diesen Menschen eine Ahnung davon hat, was es bedeutet, in die Stille zu kommen. In die Stille zu kommen, ruhig zu sein, sich selber auszuhalten, auf einer Bank zu sitzen, die Schnauze zu halten, möglicherweise die Augen zu schließen, zu hören, achtsam zu sein, zu atmen und in sich hineinzufühlen. Ich muss hier keine großen Sprüche klopfen, denn ich übe das Ganze selber und ich bin wirklich noch nicht sehr weit dahin. Aber es gelingt mir immer wieder, ein paar Sekunden Gedankenstille oder vielleicht sogar mal eine Minute Gedankenstille zu erreichen. Mich selber auszuhalten, mich selber als Energiefeld wahrzunehmen und dann das ganze Zeugs mit den Chakren, dass ich die Chakren, alles, was ich früher irgendwie einfach mal so beiseite gewischt habe, dachte, ESO-Zeugs und so, da merke ich jetzt, dass es unglaublich viel Wahres dabei ist. Als kleines Beispiel, im Fitnesscenter lernt man, ja, mach Kniebeugen und Kreuzheben und so, aber niemand sagt, warum. Und der Grund darum ist, weil die Muskulatur von der Wirbelsäule her gegen außen aufgebaut werden muss. Wenn ich nur die Arme aufpumpe oder die Schultern oder den Rücken oder wie auch immer und die Wirbelsäule oder die feinen Muskulaturen, die tiefer liegenden Muskulaturen dabei missachte, dann werde ich in eine Disbalance geraten. Und diese Disbalance, die wird sich anfühlen wie der Rest meines Lebens, nämlich irgendwie einfach nicht in Ordnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Energie aus sich selber schöpfen, über die Wirbelsäule, gegen außen, aber möglicherweise von oben die Energie ziehen nach unten oder von unten nach oben oder durchfließen lassen, wie auch immer. Das hat eine wirklich unglaubliche Macht. Da spürt ihr, dass ihr lebt, da spürt ihr, dass ihr seid. Und wenn dann der Verstand einsetzt und wieder irgendwas zu rechnen oder zu kalkulieren oder zu bewerten versucht, dann Stopp sagen und loslassen. Und diese Übung oder wie man es auch immer nennt, das ist der Kern der Sache, denn daraus entsteht die Energie, die wir brauchen, um das Leben und dieses ganze kranke Gehabe um uns herum zu ertragen. Oder aber ihr macht es halt wie die anderen, die wie gestern der Gastgeber, während wir so gesprochen haben, mindestens 8 bis 10 große Büchsen Bier getrunken hat. Eine nach der anderen. Und dazu mindestens eine Schachtel bis eine halbe Schachtel Zigaretten geraucht. Ja. Mit der Erklärung natürlich, dass er einfach unglaublich gerne Bier trinkt. Hätte ich eigentlich erwidern können, dass ich unglaublich gern Himbeerlimonade trinke, dass ich es aber außerordentlich selten tue, weil es zu viel Zucker hat. Naja, wie auch immer, Alkohol ist das Betäubungsmittel Nummer 1 und unsere Strukturen funktionieren, unser Wahnsinn funktioniert, delegiert von der Pyramidenspitze nach unten, weil jede Ebene eine Möglichkeit findet, sich und ihr eigenes Tun oder ihr Nicht-Tun zu rechtfertigen. Und der Alkohol, der betäubt für einen Abend und am nächsten Tag ist wieder alles scheiße, aber man hält es wieder aus bis zur nächsten Betäubung abendlich. Und so funktioniert's. Ich wage mal zu behaupten, würde der Alkohol absolut verboten innerhalb, sagen wir mal, es gäbe einen Alkohol-Lockdown, Alkohol- und Nikotin-Lockdown, wir hätten Anarchie, wir hätten unglaubliche Zustände, es würde sich irgendwann beruhigen. Und dann, wenn die Leute sich nicht mehr einfach so berauschen könnten, dann würde das Denken nicht permanent unterbrochen, beziehungsweise das kritische Denken. Das Denken zu unterbrechen ist an und für sich was Tolles. Aber das kritische Denken, das Merken, dass etwas nicht stimmt und darauf zu reagieren und das
eins und eins und vielleicht nochmal eins zusammenzuzählen, wenn man schon die ganzen Puzzleteile auf dem Tisch hat. Das ist übrigens ein Vorwurf, den ich mir erlaube, auch nahestehenden Personen von mir zu machen, die die einzelnen Puzzleteile sehen, aber sich vehement wehren, das Ganze auf einmal zu betrachten. Solange gesoffen wird, bleibt die Sache im Unbewussten. Solange gesoffen wird und betäubt wird, bleibt es im Unbewussten, beziehungsweise es wird bewusst, es keimt auf und was daraus resultieren könnte, nämlich das Erwachen, hey, es stimmt was nicht, wir müssen Veränderungen einleiten und auch auf radikale Art und Weise möglicherweise durch, nein, ich will jetzt hier, ich will nicht zu stark abdriften, bringe ich ein anderes Mal. Jedenfalls Veränderung durch geschlossen gegen diese Scheiße stehen und gegen diese Scheiße angehen, die hier läuft. Global. Und da zähle ich die C-Sache genauso wie die ganze Impfwahnsinn und den Ukraine-Krieg und alles, was hat gerade in dieser Agenda aufgeführt ist und durchgezogen werden muss, global, als Theater, als Schauspiel für uns, die wir das Gefühl haben, wir leben in demokratischen Verhältnissen. Dabei ist das Ganze nichts anderes als eine große Show, die vor uns inszeniert wird, damit wir betäubt sind, damit wir abgelenkt sind, damit wir ruhig sind. Und dazu gibt es noch ein paar Bier oder ein paar Flaschen Wein oder für die, die es dann ganz heftig haben, halt auch die anderen Substanzen, die eigentlich genau dasselbe tun. Die Selbstentfremdung und das Unterbrechen des kritischen Denkens, das in dieser Zeit so unglaublich wichtig wäre. Ich danke euch fürs Zuschauen und tschüss.